Von einer dieser NGOs ist unser nächster Redner, das ist der Dr. Thomas Kunke, vielen besser bekannt als Ed, war bei 4 Missionen im Mittelmeer unterwegs, ist Arzt und hat auch die medizinische Betreuung übernommen an Bord, war jetzt zuletzt im April auch unterwegs. Ed, dein Mikro. Vielen Dank. Danke. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Sieht fantastisch aus von hier oben, auch wenn ich ein bisschen Höhenangst habe, deswegen ist vielleicht der ein oder andere Stotterer jetzt drin. Ich bin Thomas Kunkel, wie gesagt, ich arbeite in München als Arzt und bin ehrenamtlich auf See und an Land für Sea-Watch aktiv. Sicherlich seid ihr genauso wie ich auch erleichtert über den eindeutig formulierten Richterspruch aus Italien, der unserer Kapitänin Carola in den letzten Tagen die Freilassung aus dem sogenannten Hausarrest ermöglicht hat. Gleichzeitig ist die Freilassung nur ein kleiner Etappensieg auf einem ziemlich steinigen Weg, auf dem wir uns gerade befinden. Das menschenfeindliche Trauerspiel auf der zentralen Mittelmeerroute geht unbeirrt weiter. In diesen Stunden sind die Alan Kurdi, ihr habt es vorhin schon gehört, von CI und die Mediterranea mit 65 bzw. 50 aus Seenot geretteten Menschen an Bord auf dem Kurs nach Italien. Auch für sie müssen wir jetzt einen weiteren sogenannten Stand-off, also eine Pattsituation, so wird das beschönigend genannt, ist eigentlich eine Blockade, wie zuletzt bei unserem Schiff der Sea-Watch 3 erwarten. Diese Blockaden haben sich seit Juni letzten Jahres 2018 eigentlich zur Regel entwickelt, muss man sagen, in den Seenotrettungsfällen. Ich war im Juni 2018 Teil der Sea-Watch Crew und wir hatten die medizinische Verantwortung für 250 Menschen an Bord, die wir gerettet hatten. Das hat 4,5 Tage gedauert, damals, bis wir einen sicheren Hafen zugewiesen bekamen. Das war der Vorbote für das, was danach kommen sollte. Für uns ist diese Zeit an Bord damals, diese 4,5 Tage quälend, langsam verstrichen. Obwohl wir gut ausgestattet waren, obwohl wir gut trainiert waren, war die Situation an Bord mit den vielen Menschen psychisch, medizinisch, psychosozial einfach instabil. Ich habe in den letzten 2 Wochen, in denen Carolas Crew und die Gäste so lange auf See ausharren mussten, oft dran denken müssen, wie schwierig für uns das schon war, in den 4 Tagen unter eigentlich guten, mit relativ guten Umgebungsbedingungen, und wie hart diese 2 Wochen gewesen sein müssen für die Menschen an Bord. Deswegen großer Respekt raus an alle, die da beteiligt waren, an alle, die an Land und auf See diese Situation mit durchgestanden haben. Und danke an alle, die jetzt auch bereit sind, politisch für das Nachspiel hier einzutreten. Drei Tage nach uns kam es letztes Jahr im Juni zur Blockade der Aquarius. Die hatten 629 Menschen gerettet. Gleichzeitig, alles war alles innerhalb weniger Tage, war die Lifeline mit CP, weiß nicht, wo er ist, wird nachher noch zu euch sprechen, da unten, mit CP, ein sicherer Hafen verweigert. 18 solche Blockaden sind seit letztem Jahr dokumentiert. Insgesamt waren es 140 Tage, also über 4 Monate, in denen insgesamt laut Ärzte ohne Grenzen 2443 vulnerable Menschen auf See ausharren mussten, während sie als politische Manövriermasse missbraucht wurden. Seit Beginn dieser Phase von Blockaden im Juni 2018 schaffen es nur noch 38% der Flüchtenden auf der Mittelmeerroute nach Europa. In den 3 Jahren zuvor waren es zwischen 70% und 90%. Gleichzeitig stieg die Todesrate auf der zentralen Mittelmeerroute, vorher schon die tödlichste Migrationsroute der Welt, nochmal drastisch an. Vorher bei 2% etwa, immer plus minus. Und in diesem Jahr, seit Beginn dieses Jahres, horrende 13% Todesrate. In Kürze heißt es, zwar sind die absoluten Zahlen jetzt etwas zurückgegangen, was mit der Situation in Libyen vor allem zu tun hat. Gleichzeitig ist aber die Todesrate, also die Zahl der Menschen, die versterben, bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, durch die europäische Grenz- und Abschottungspolitik auf ein inakzeptables Allzeithoch gestiegen. Ich war im April, Mai diesen Jahres als Crewmitglied auf einer Beobachtungsmission vor der libyschen Küste. Wir mussten mit einem Segelboot fahren. Die Sea-Watch war blockiert, die anderen Boote waren blockiert oder außer Gefecht gesetzt. Und es war gespenstisch in dem Seegebiet vor der libyschen Küste. Die Sabotage der zivilen Seenotrettung betrifft inzwischen auch die Bereitschaft der zivilen Handelsschiffe, auf Notfälle auf See zu reagieren. Für eine Reederei ist die Tatsache, dass ihr Schiff mit aus Seenot geretteten Menschen Tage oder wie zuletzt wochenlang um einen sicheren Hafen kämpfen muss, ein unkalkulierbares unternehmerisches Risiko. Sie haben die Wahl jetzt, entweder die Region großzügig zu umfahren, das machen sie, es ist da niemand vor Ort,
oder ihre Kapitäne anzuweisen, aus Seenot gerettete Menschen rechtswidrig nach Libyen zurückzuführen. Beides ist inakzeptabel. In Libyen ist seit April diesen Jahres eine neue militärische Auseinandersetzung im Bürgerkrieg ausgebrochen, die Lage der Migranten weiter gefährdet. Der Tod von 40 Menschen, mehr als 40 Menschen in dieser Woche bei einem Luftangriff auf das Internierungslager Tadjoura bei Tripoli ist ein trauriger Tiefpunkt dieser Entwicklung. Was wir seit Jahren in Libyen und auf der zentralen Mittelmeerroute miterleben müssen, ist der im Demo-Aufruf erwähnte Notstand der Menschlichkeit. Von meiner ersten Mission in 2017 ging ich davon aus, dass ich in einen humanitären Einsatz gehe, Menschen medizinisch versorge. Dann bin ich zurückgekommen und habe erlebt, statt Empörung und politischer Verantwortung, dass wir verleumdet, kriminalisiert und blockiert wurden. Gleichzeitig wurden in hoher Taktfrequenz neue Gesetze erlassen, die das Menschenrecht auf Asyl und die Rechte von Asylsuchenden in Deutschland weiter untergraben haben. Flankiert von einer Vergiftung des öffentlichen Diskurses durch politisch Verantwortliche bis in höchste Positionen. Horst Seehofer hier in Bayern ist da nur das bekannteste Beispiel. Ich muss es so klar sagen, Menschen, die anderen das Recht auf Leben, auf Rettung, aus Seenot absprechen, sabotieren das zentrale Kernelement eines demokratischen Gemeinwesens, nämlich das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Diese Menschen stehen außerhalb des demokratischen Diskurses. Diese Menschen stehen außerhalb der demokratischen Werteordnung, wenn sie solche Positionen beziehen. Deshalb habe ich die Entwicklung in den letzten Jahren nicht nur als Notstand der Menschlichkeit erlebt, sondern als Notstand der Demokratie in diesem Land. Wir sollten deshalb nicht mit dem Finger nach Italien zeigen, wo Demokratinnen und Demokraten wie wir sehr engagiert gegen Salvini und seine Konsorten kämpfen, wo die Zivilbevölkerung trotz ökonomischer Krise solidarische Initiativen für Geflüchtete vorantreibt, wo eine Küstenwache in den vergangenen Jahren weit jenseits ihrer Kapazitäten eine großartige Arbeit geleistet hat. Ich kann es nicht oft genug betonen. Salvini und die libyschen Milizen erledigen einfach nur die Drecksarbeit für all jene europäischen Regierungen, deren Ziel es ist, die Migration nach Europa einzudämmen, die deutsche Bundesregierung vorneweg. Diese zynisch gesagt, ich nenne es jetzt mal zynisch, die europäische Lösung erreicht jedoch nichts anderes als das stille Weitersterben lassen im Mittelmeer. Lasst uns heute hier in München ebenso wie in den anderen Städten ein lautes, ein antifaschistisches Signal setzen. Lasst uns zeigen, dass wir noch entschlossener sind, dem Massensterben mit unserem Engagement, unseren begrenzten privaten Mitteln, unserer Zeit, ein Ende zu bereiten. Wir sind entschlossener als die Vertreter der Flüchtlingsabwehr mit ihren riesigen militärischen Apparaten und ihren millionenschweren Budgets. Unsere Waffe, und dazu reicht ein Blick in die Geschichte, war immer und bleibt immer die mächtigere, die internationale Solidarität. Danke.